Ahoi, ahoi, Jak Simas. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Donnerstag, der 9. Juli und wir haben 10.30 Uhr. Ungewöhnlich früh, aber es ist auch ein ungewöhnlicher Film. Heute geht es hier ums Gold. Vor euch liegt der Monatschart. Eine Kerze, ein Monat. Ich habe tatsächlich neulich von einem amerikanischen Analysten gelesen, dass Gold bereitet eine riesengroße M-Formation vor. Das heißt, hier kommt das M rein. Dann haben wir den ersten linken Gipfel, dann gehen wir runter. Er meint, wir haben jetzt hier das Doppeltop und rechnet damit auf Sicht von 2000, was war denn das, 35, dass das Gold wieder so bei 250, 300 liegt. Das ist eine gewagte Aussage. Ich frage mich nur, wie viele Leute dem folgen wollen. Also dann bin ich ja, oh Gott, das will ich gar nicht ausrechnen, wie alt ich dann bin. Ja. Aber warum nicht? Das ist der Monatschart. Ich bin technischer Analyst. Ich habe hier verschiedene Sachen im Augen und ich sehe zum Beispiel hier, ja, natürlich, es gibt eine Gefahr eines Doppeltops. Gibt es, klar. Ja? Wir sind noch 100 Punkte, 105 Punkte vom Weg vom All-Time-High. Aber ich bin ja auch einer, der sich immer freut, wenn horizontale Hochs oder Tiefs gebrochen werden, weil dann geht es meistens noch eine Etage höher. Möchte ich nicht ausschließen, kann ich aber hier nicht so sehen jetzt momentan. Wir sind technisch gesehen fast auf dem gleichen Niveau wie 2011 und 12. Hier, wir gelten natürlich als sowohl über die Stochastik als auch über das MACD als heftigst überkauft. Ja, aber ich habe hier kein Verkaufssignal. Nochmal, das ist der Monatschart. Die Distanz zur 200-Monatslinie ist völlig in Ordnung. Ich möchte was sagen, fast schwindend gering, wenn Sie das hier mal vergleichen. Dann haben wir mal die Woche. Das möchte ich Ihnen ja dann auch schon zeigen. Von der Woche her, auch hier, extrem hoch. Also das Gold hat schon von diesen 1178 schon mal einen ordentlichen Weg gemacht. Wunderbarer Trend. Auf Wochensicht sieht man das oftmals viel besser als auf Tagessicht. Ja, hoch, Korrektur, hoch, Korrektur, hoch, heftige Korrektur. Ja, das war das hier im März, ja, wo alles verkauft wurde, was irgendwie Geld brachte. Und wieder hoch, kleine Korrektur und jetzt weiter hoch. Fast am All-Time-High, auf jeden Fall ein 8-Jahres-Hoch. Technisch hoch, MACD hoch, alles hoch. Gucken wir mal auf den Tag. Hier ist der Tag. Ich habe ihn jetzt hier, können wir mal ein bisschen näher rangehen, ich habe ihn jetzt mal hier diese Parallellinie eingezogen. Das war die, die ich am 10. Juni, als den letzten Goldfilm gemacht hat, genannt hatte. Das eine war nach oben der Punkt 1764 und nach unten war es hier die, was war das nochmal, die 1671. Die 1764 ist jetzt mittlerweile, das ist jetzt ziemlich genau 4 Wochen her, der letzte Film, auch eine sehr gute Unterstützung geworden. Nicht nur, weil es hier ein Zwischenhoch war, sondern weil hier auch die 20-Tage-Linie liegt. Ich halte das immer mal für möglich, weil das sind nur 36, 46, 51 Punkte. Das ist nicht viel. Also der kann sich immer mal wieder hier drauf zurückretten. Das ist für mich eine ganz gute, sinnvolle und auch die erste Unterstützung. Nach oben hin ist es für mich quasi frei, wer es nicht hat, weil auch hier, Sie sehen die Technik, denken Sie an den Monat, denken Sie an die Woche, ist es genauso hoch. Das Gold gilt als heftigst überkauft und who the fuck cares? Das ist egal, nur weil etwas überkauft ist, heißt es nicht, dass gleich fällt. Ich möchte Ihnen garantieren, dass das irgendwann mal wieder hier runter geht. Das garantiere ich Ihnen. Da können Sie ein Haus drauf bauen. Aber bitte noch nicht einziehen. Wann das passiert, weiß ich nicht. Ich habe kein frisches Verkaufssignal. Für mich der Chart wichtiger. Unterstützung ist hier, 20-Tage-Linie. Aber an sich ist der Wert frei. Und eigentlich ist das Erreichen des All-Time-Highs bei 1920, das ist schon eine Pflicht mittlerweile. Also ich glaube, der Magnetismus, der zieht. Und dann muss man mal gucken. Also short gehen würde ich das Gold jetzt hier noch nicht. Ich habe euch einen Schein mitgebracht. Und zwar einen, der unterhalb des Bollinger Bandes liegt. Ja, das ist also ein relativ gemütlicher Hebel von 16 im Moment. Ein Open-End-Schein, unlimitiert, 1699,89. Der wird also morgen, spätestens übermorgen, ist der bei 1700. Steigt er dementsprechend mit. Das untere Band ist bei 1710. Das hier hat die Kennnummer GC6D7D, Gustav Cäsar 6, Dora 7, Dora. Das ist der Call für diejenigen, die jetzt nochmal hier rein wollen, um das Ding nach oben mitzuspielen, vielleicht auf das All-Time-High. Wenn ich jetzt mal auf den Put gehe, sollte ich das recht nah hinter das All-Time-High legen. Hier, 1935,63. Das ist die
Gustav Bertha 3, Bertha 6, Heinrich GB 3, B 6, H. Und das ist also 1935 als Basis, ist ein 15er Hebel. Ich würde gar nicht viel weiter drüber gehen. Ich halte allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir das All-Time High erreichen, weil da liegen viele Stops, dass wir da auch mal drüber gehen, für groß. Ich sehe momentan, ich präferiere momentan den Call. Ich glaube, dass wir eher noch ein bisschen weitergehen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.